sondern herzlich willkommen zurück. Diese Folge habe ich sowas ähnliches wie eine Ankündigung, und zwar, dass ab dieser Folge, dass ich ab dieser Folge rausschneide, also die Kämpfe rausschneide. Man hat ja letzte Folge gemerkt, dass es ziemlich langweilig ist. Und das war knapp. Das schafft man anscheinend nicht. So, der erste Kampf, der rausgeschnitten wird, und zack. Ich werde es so machen, dass ich diese Endscreens, sage ich jetzt mal, drin lasse. Jump, genau. Oh Mann. So, hallo. Ja, hier hingehen war das sowieso sinnlos, oder? So. Ich würde gerne lieber die Map benutzen, aber dann sehe ich ja nicht was. Ach, ich sehe es ja im Bildschirm, ja. Vergessen wir das. So, jetzt kann ich das hier machen. Genau das. Zack. Zack. Nummer 1 Mushroom. Nummer 2 Mushroom. Nee, es ist kein Mushroom, es ist ein Coinblock. Komme ich hier auch hoch? Nee. Auch wieder Münzen. Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Da drüben ging's noch. Dass ich was machen konnte, was Besonderes. Gehe ich natürlich auch schnell noch hin. Ich denke, ich werde die Parts immer 20 Minuten lang machen. Und dann wird sich ja zeigen, wie viel genau von den Kämpfen dann rausgeschnitten wird. Wenn die Parts dann nur 10 Minuten gehen, dann werde ich natürlich dann 25 Minuten machen oder so. Also, dass ich auf die 15 Minuten komme. Komm mal jetzt, Luigi. Ich kann auch einfach X drücken, das ist ja deutlich einfacher. Zack, zack, zack. Ja, das ist tatsächlich einfacher. Hä? Habe ich das nicht? Da muss ich wohl nochmal da hoch. Was war das? Sirup, okay. Genau hier lang. Nochmal speichern, kann die schaden. Ist auch immer ich, dass ich das mal sage. Hey du, du hast jetzt deine 100. Let's see, you now have 159. It took you long enough, but well, I will just be taking those coins now. Wie, das sind jetzt alle. Finally, let me order here. Huh? You want out? You want me to help you? Who said I'll do that? Swindler! Nyack, nyack, nyack! Nyack, nyack, you are not in the Mushroom Kingdom anymore. Outsiders be gone. Also solche Kämpfe werde ich natürlich nicht rausschneiden. Bloß ja diese random Kämpfe, die einfach nur da sind. So, das wäre eigentlich mal perfekt für die Prost-Attacks. Aber geht ja nicht. Oder auch neue Gegner. Was war das denn? Was war das denn?
Zack. So. Neue Gegner und. Hä? Ach, man muss. Ah, okay. Anscheinend muss man da aufpassen. Ob der jetzt hochspringt oder nicht, aber es wäre mal schön. Nick, Nick, isn't that a nasty attack? Even watching the hand I throw with one will help you. Ah, man, ist ein Job. ja, ich hab's geschafft, nice. Bye bye. Cosmic Pants. Oh, jetzt kriegt Mario keine Erfahrung, das ist schlecht. Machen wir mal Power. Also ich werde das mit dem rausschneiden, werde ich mir noch überlegen, wie genau ich das mache. You, sir, have been creeping far too loudly for some time. Ach, jetzt kommen die von unten. Genial. Dann nur der eine. Krag! Mario, Queen Stage! You gotta get Princess Peach's voice back. It's all up to you! Na, Mann, das Spiel. Und weiter. Ach, ich habe den Big Jump. Das würde ich nicht vergessen. Und Abmarschum, das. Ach, Mario ist ja tot, stimmt. Ach, deswegen kriegt man nochmal diese Mushrooms. Ja. Bin ich denn hier gelandet? Ziemlich idyllisch. You fiends! You fiends. We found you at last. You scum. What have you done with Princess... Prince Peasley? Yes, there's no mistake. You kidnapped Prince Peasley. We've witnesses. No, now confess, Valens. Stimmt. What's that? You say you're Mario and Luigi. Lies. Bald-faced lies. The superstars of Mushroom King will definitely come here. They are not lying. They say they've come here chasing someone called Cake Letter, and they are really, really tough, genau tough. Oh dear, oh my, oh boy, pardon us, sirs. Sorry. See, your kingdom's prince PC was. See, our kingdom's prince PC was kidnapped by something. Also, recent reports out of Hoo-Hoo Village claim. We've been looking for any sign of the perpetrator. According to the eyewitness accounts, the prince kidnapped us, wore an odd helmet and spoke of mustard and pink rats. That is all we have to know. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. If you come across anything, please let us know. Okay. We open the investigation. Kann man sich irgendwo heilen? This is the Hoo-Hoo Village on the flanks of Hoo-Hoo Mountain. The mountain is a sacred place.
Everyone should climb Huhu Mountain once. You can see the whole kingdom from the top. Gut zu wissen. If you climb down this mountain, you will reach the town surrounding Mean Bean Castle. The townsfolk are so much more stylish and fashionable than people in this town. I just adore them. To reach Huhu Mountain's peak, you have to either get a ride from the Blanadon or hike up. Hiking the mountains is brutal, but if you can get a ride from Blanadon, it's a snap. I saw this kingdom's prince, Prince Peasley, on the edge of the village. I'm sure of it, he was taken to the top of the mountain by some guy wearing a weird helmet. Nuts for sale, care to buy? That's all be free for 72 coins, yes. Gerne doch. Das ist glaube ich so ähnlich wie mit dem Carpador für 500 Poké-Dollar. Thanks, now I have enough coins to buy my something nice. Gut zu wissen, Mann. Gut zu wissen. So, hier gibt es kein Pokémon Center oder so ähnlich. No matter how long you wait, Blanadon won't come back. I feel it in my bones. He said he saw someone who looked like Prince Peasley. Went to the summit and never returned. With Blanadon gone, we can't get to the top of the mountain. This isn't good. Oh, ah, okay. So, was ist hier? Mushroom Nut. So, B und zack. Also es scheint hier kein Pokémon-Sender zu geben. Long ago on this very mountain, the Huhuligans developed the Great Huhu Civilization. At the summit, there still remain many mysteries, remnants of this once great people. Huh? You want to climb down to where there's a town? Then just keep heading left down this path. The pictographs on the walls here are ancient letters known as Huhucliffs. They represent the countless jokes developed by the ancient Huhu civilization. Huhu Mountain Trail. So see this Poké Center? Oh man. We are said to be the descendants of the people who developed the Huhu civilizations. This land is largely populated by the Greenish people, but there are other races like ours. Okay, dann gehe ich erstmal hier durch. Knappes Ding. Die sind beide fast tot. Da muss man echt konzentriert sein. Von ab. Sirup. Ah, der Waterfall Mist. Waterfall ist Mist fest, so gut. My paws are partying. I wish we could stand here together forever. Okay, dann halt nicht. Was ist das hier jetzt? Your unfiltered water warning. Beware of overhydration. If overdrinking sometimes appears, dump on the victim's head. Spitting excess water on objects
In this area is strictly prohibited. Oh, okay. Ich werde jetzt aber erstmal heilen. Man muss jetzt hier auch nicht geizig sein. Um nochmal kurz was nachzuschauen. Ah, Crosspoints, genau. Ich glaube, ich werde die einfach mal auffüllen, aber ich werde es nicht mehr so verschwenden. Hi Cooper. No matter what you hit me with, you can't knock me down, I think. Okay, was hier zu tun ist, ist nicht ganz klar. Hä, ich drück doch B. Okay. Hier soll ich wahrscheinlich noch nicht hin. Muss ich das jetzt ernsthaft zurücklaufen? Der kämpft nicht, nee. So, wer bist du? I'm tired of living in the sticks. I want to live someplace cool. Where there's a lot to do. Have you met Sledge and Mallet, the hammer making masters? Nope. If you had left, you can climb down to the mountain space. Wait a minute. Zack, zack. Erstmal. Ich hier hin. You can't climb the mountain until the bridge is fixed. Okay, ist das alles? This is the home of the Hammerhead Bros. Sledge and Mallet. Right now they are looking for the rocks they used to make hammers. I'm sure they will be back. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das mit diesen Steinen. Ah. Ah ja. Ja, okay. Aber jetzt fällt mir ein, die Folge kann ich jetzt auch beenden. Ich habe, glaube ich, diesmal nicht so viele Kämpfe gemacht. Deswegen müsste es diesmal auch sogar länger als 15 Minuten sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.